Von Zürich Gommiswald nach Hollywood ausgewandert, bist du heute eine ganz grosse Nummer im Animationsbereich. Denkst du manchmal noch an die Schweiz, wenn du so am Computer sitzt? Ja, regelmässig, ja. Am Computer verliert man sich so ziemlich schnell mit dem krummen Rücken und so. Und schön, dass man wieder mal in die Berge kommen und ein bisschen schönes Wetter geniessen und die Aussicht in die Distanz schauen. Was ist genau dein Job als Head of Character Animation? Also ich habe im Prinzip die Verantwortung, die Figuren von Anfang bis zum Schluss als Hirte quasi durchzuführen. Und, also das heisst, am Anfang machen wir das Design und dann bauen wir die Figuren. Bauen, oder? Das braucht ungefähr 1,5 Jahre, bis man so eine fertige Figur hat. Und dann im zweiten Teil, die nächsten 1,5 Jahre, machen wir Szene für Szene. Also wir sind die Schauspieler von diesen Figuren. Wie viele Jahre Arbeit von wie vielen Leuten stecken denn in diesem Film? Wir sind am Drachenzähmen gleich gemacht, zwei sind wir 40 bis 45 Animatoren gewesen. Am ganzen Film kreativ tätig, also mit Composer und Leuten, die zum Beispiel die Hintergründe gemacht haben oder Kamerafahrten und so, sind es ungefähr 400, 450 Leute gewesen. Der Film bietet mehr Action als jeder von deinen früheren. Ist das eine besondere Herausforderung gewesen? Ja, wir haben unglaublich viele Herausforderungen gehabt. Also nur schon vom Technischen her haben wir enorm Fortschritt gemacht. Also wir haben zum Beispiel die ganzen Programme sind ausgewechselt worden. Wir haben viel mehr Möglichkeiten gehabt in dem Sinn. Und wir haben natürlich auch wollen, wirklich dem ersten Film getreu die Welt zu vergrössern und weiterzuführen. Und in dieser Geschichte hat es einen grösseren Konflikt, der sich entfaltet. Und es ist für uns enorm spannend gewesen. Also zum Beispiel eine der wichtigen Entscheidungen, die wir getroffen haben, ist, dass die Kinder 5 Jahre älter sind. Oder? Und durch das, dass der Hicks und der Ohnezahn jetzt zusammenleben und können die Welt erobern können, ist natürlich eine viel größere Welt erobert worden und zu entdecken gewesen. Und das ist für uns vom Visuellen her sehr spannend gewesen, aber auch von der Geschichte her. In 2 Jahren ist schon ein dritter Teil geplant. Um was geht es dort? Darf ich natürlich noch nicht verraten, aber wir haben schon eine ziemlich gute Idee, wo das hergeht. Und wir haben auch wirklich den zweiten Teil als mittleren Teil von einer Trilogie aufgebaut. Also das heisst nicht, dass er nicht ein eigener Film ist, aber dass durch die grössere Bogen, die gespannt wird, dass wir da schon ziemlich klare Ideen haben, wo wir hergehen.